Bisher bei Alan Wake. Ich kam nach Bright Falls mit meiner Frau Alice. Danke, dass du mitgekommen bist. Ich habe gedacht, dass du hier vielleicht schreiben könntest. Ich will es nicht hören! Verdammt, Alice! Jetzt wird sie vermissen. Alice? Ah! Alice! Ich erwachte hinter dem Steuer eines demolierten Autos. Ist da jemand? Mir fehlt eine Woche. Ich wurde von albtraumhaften Schattenmenschen angegriffen. Sheriff Breaker brachte mich zum See und zu unserer Hütte. Aber die Hütte war verschwunden. Schatz, ich bin zu Hause. Hier hinten, Liebling. Hier hinten, Liebling. Das schlechteste Wetter aller Zeiten. Du solltest dir einen Kaffee machen. Der wärmt dich auf. So, dann würde ich sagen, spielen wir weiter. Die Kaffeemaschine einschalten. Das ist ja toll. So, wir sind jetzt in New York. 4 Jahre zuvor. Kann ich mich erst umgucken? Machen wir gleich. Oh, kriegen wir einen neuen Fernseher? CCTV. Wie gesagt, ich verstehe auch völlig eure... Können wir ja trotzdem ein bisschen weiter philosophieren. Klar, ich verstehe noch natürlich auch den Ansatz von Remedy und so und auch von anderen Leuten, die da der Meinung sind, digital besser. Klar, okay, ja, verstehe ich. Aber meiner Meinung nach persönlich... Hey, Liebling. Hallo. Das wird eine lange Nacht, aber diese Fotos werden wirklich großartig. Ich bin gespannt. Dann brauchst wohl eher du den Kaffee. Ich setze ihn auf. Aber meiner Meinung nach persönlich so dieses Nicht-Besitzen finde ich nicht gut. Manuskripte nehmen. Oh, ein neues Manuskript. Dann haben wir echt was verpasst in Kapitel 1. Spätes lebt wohl. 13 Jahre nach meiner Rache hat es mich schließlich eingeholt. Ich musste nun schon einige Zeit lang die Peiner dulden. Mein Blut färbte den Schnee rot. Ein grauenvolles Gebräu, in dem sich alle Schmerzmittel auflösten. Es tropfte gemächlich in den Gully herab, wo es mit der Gallenflüssigkeit der Stadt eins wurde. Ich kann sie nun sehen, meine Frau und mein Baby. So ist sie. Ich bin zu Hause. War eine recht kurze Unterhaltung, weil ich das dann gleich abgewürgt habe. Großen Plattformen würden niemals auf so einen unseriösen Wege verhandeln. Ja, stimmt. Return to the Sender oder Can Forgot? Vor allem kennen sie. Okay, krass. Nein, ihr könnt, wie gesagt, es ist. Untersuchen? Was untersuchen? Achso. Generell große Unternehmen oder was auch immer, wo ihr Kunde seid oder so, werden nie über unseriöse Sachen euch kontaktieren. Egal was das ist. Die werden euch keine über Discord oder sonst was irgendwas schreiben, wenn irgendwas mit eurem Account ist oder so. Da, also wird da. Schwierig. Also, ich finde es schwierig, auch zu sagen, tut mir leid, dann, ne, wer darauf reinfällt, weiß ich nicht. Aber klar, es gibt Leute, die natürlich ein bisschen, ja, denen schwerfällt daran, vielleicht doch zu glauben oder zu sagen, oh, das könnte doch richtig sein. Aber. Wegen des Eisregens und starker Schneefälle wurde für das Drei-Staaten-Gebiet eine Orkanwarnung ausgegeben. Aber, die Bevölkerung wird gebeten, in den Häusern zu. Das ist ja genauso, wie Leute darauf reinfallen. Es gibt ja diese YouTube-Werbung, ne? Wo dann, ja, ich hab eine Golduhr. Ich hab einen Porsche. Ich verdiene 40.000 Euro pro Woche. Das kannst du auch. Ja, also ganz ehrlich, wer darauf reinfällt. Entschuldigung, ne? Pro digital. Vor 4 Tagen mit VPN einen ukrainischen Stream-Account gemacht. Vorhin durfte ich dann handeln nach 3 Tagen Freundschaft und habe so 2 Spiele für 37 gezählt statt 120. Selbst Keyseller ist aktuell teuer. Ja, aber da pro digital ist für mich negativ digital, weil erstens VPN ist total scheiße. Hat mega die Kritik gehabt. Zweitens finde ich das sehr scheiße von dir, muss ich jetzt einfach so sagen, finde ich sehr scheiße von dir, dass du über Umwegen quasi dann über irgendwelchen anderen ukrainischen Accounts quasi gemacht, um an Spiele billiger zu kommen. Finde ich schade, weil so unterstützt man nämlich die Entwickler nicht.
das ist völlig falscher Weg. Und dann wahrscheinlich sind das noch Leute, die sich dann noch beschweren, warum die Spiele schlechter werden oder keine Ahnung. Das finde ich ein bisschen schade. Ach ja? Zumindest warst du letzte Nacht dieser Meinung. Das finde ich immer schade. Weil, klar, ich kaufe auch über Keyseller, aber ich weiß, wo ich kaufe. Und nicht über dubiose Seiten. Die sehen super aus. Aber genauso wie so Leute, die halt Accounts über andere Wege machen, wo der Server dann oder der Account irgendwie irgendwie eine Ukraine ist, in Istanbul, keine Ahnung, whatever, um halt günstiger an Keys zu kommen. Ich bin da. Mach ich. Ich bin hier. Finde ich ein bisschen Frechheit. Oder frech. Schatz, das ist ein Stromausfall. Ich hab die Taschenlampe. Okay. Hallo, Alice. Hi. Alles okay? Es tut mir leid. Ich leuchte dir ins Gesicht. Ich hatte eben einfach Angst. Keine Sorge. Wir holen die Kerzen raus. Weil, wie gesagt, damit unterstützt man die Entwickler gar nicht. Überhaupt nicht. Na? Besonders, wenn ich nicht darauf vorbereitet bin, weißt du? Es macht mir Angst. Ich liebe dich. Erzähl mir eine Geschichte. Okay. Als Kind hatte ich immer diese Albträume. Und auch Angst vor der Dunkelheit. Als es richtig schlimm wurde, gab mir meine Mutter einen alten Lichtschalter. Genannt der Klicker. Den Klicker, hä? Ja. Wann immer ich Angst vor der Dunkelheit bekam, konnte ich mit dem magischen Licht des Klickers die Monster vertreiben. Na klar. Hier ist er. Alan. Vielleicht hilft er dir auch. Ja, hübsche Geschichte, Schreiberling. Das hast du dir gerade ausgedacht. Nein. Nein, ernsthaft. Ich liebe dich. Auch wenn du ein Lügner bist. Dankeschön. Ja, sehe ich genauso, Hundeflo. Sehe ich absolut genauso. Bin ich ganz deiner Meinung. Klar kann man aber Keyseller auch mal kaufen. Gar keine Keyseller nutzt du. Aber man kann es mal nutzen, ja. Ist Ihnen übel? Sind Sie desorientiert oder so? Mr. Wake, wie geht es Ihnen? Mir geht's gut. Meinem Kopf auch. Ich musste die Kopfschmerzen und den Gedächtnisverlust verschweigen. Sonst würde er mich ins Krankenhaus schicken. Ich konnte nicht ohne Alice hier weg. Sehr gut. Ich glaube, Sie haben keine Gehirnerschütterung, aber Sie haben ganz offensichtlich einen Schock. Sie sollten sich ein paar Tage ausruhen. Danke. Aber wie gesagt, ich finde es halt... Gut, Mr. Wake, das war's. Werden die Schmerzen stärker oder zeigen Sie andere Symptome, kommen Sie einfach wieder vor. Gerne. So, das war's dann. Sheriff Raker wartet auf Sie. Ich hatte ja... Ich bin sicher, dass Sie Ihre Frau schnell finden. Ja, ich hatte ja auch ein YouTube-Video gemacht über Keyseller. Und, wie gesagt, einige sind auch sehr dubios, aber einige dafür nicht. Und, lesen. Wer hat diesen Mann gesehen? Verschwunden, 20.06.07. Er kennt das Merkmale, gewinnt gerne Wettbewerbe. Aha, nicht von einem Campingausflug zurückgekehrt, Kontakt abgebrochen. Wenn Sie Männer gesehen haben oder wissen, wo Sie sich aufhalten, rufen Sie bitte an unter 555-9932. Vielen Dank. Viele Leute verschwunden einfach. Kommen Sie rein, Mr. Wake. Nee. Ihr Telefon liegt auf dem Tisch. Nein. Der Akku war leer und ist jetzt wieder aufgeladen. Gerade nicht. Das Handy nehmen. Okay. Über ausländische Accounts die Spiele zu kaufen, ist halt echt nicht geil. Nee, definitiv nicht. Sheriff Breaker erwartet Sie in Ihrem Büro am Ende des Flurs. Ja, ich möchte mich trotzdem erst umgucken. Kann ich hier raus? Das war Cynthia Weaver. Alice war verschwunden. Ich brauchte Hilfe, um sie zu finden. Ich war noch nicht bereit zu gehen. Herausgegeben. Aber jetzt konzentriert sie sich auf... Nein, weil das ist ja schon... Entschuldigung, wenn wir das gerade so ein bisschen überquatschen, aber ich finde das Thema erstens sehr, sehr spannend. Ja, hier Mulligan. Und man kann ja gerne mal ein bisschen philosophieren. Alice sah durch den Sucher und konzentrierte sich. Cauldron Lake war atemberaubend. Etwas zog ihren Blick auf sich. Eine Gestalt in den Schatten hinter der Hütte, wie eine dünne Frau in einem schwarzen Kleid. Alice senkte die Kamera und sah wieder hin. Niemand. Nur eine Ansammlung von Büschen mit entfernt menschlichen Umrissen. Sie schüttelte den Kopf. Und lachte. Somit umgehst du ja, diesen Account, diese ausländischen Account zu machen, somit umgehst du ja quasi
den richtigen Weg eigentlich, ne? Breaker erwartet sie in ihrem Büro, Mr. Wells. Ach so, ja, ist ja gut. Ich brauchte Hilfe, um sie zu finden. Ich war noch nicht bereit zu gehen. Ich musste erstmal gucken auf Steam, wie es überhaupt geht. Und Key von Cookie bekommen, so nett, Spiele-Key auf Steam zu verstehen. Ich habe übrigens noch ein Spiele-Key, habe ich noch, ne? Von so einem Horrorspiel, hier dieses E-Series, dieses Multiplayer-Horror HP Lovecraft. Wenn das einer haben möchte, weil letztes Mal wollte das ja keiner haben. Ich habe das noch zur Verfügung. Ich hoffe, der Key geht noch. Wer da Interesse hat, soll sich einfach melden. Suchen Sie schon nach meiner Frau? Meine Leute sind dran. Suchen Sie schon nach meiner Frau? Passiert ist. Ich bin mir nicht sicher. Ich erinnere mich nicht. Wir haben uns gestritten. Ich bin aus der Hütte gelaufen. Die Hütte am Cauldron Lake? Wie kamen Sie zu Stuckys Tankstelle? Ich wollte ihr erzählen, was letzte Nacht passiert war, aber ich konnte nicht. Sie hätte mich weggesperrt. Telefon. Entschuldigung, ich muss da rangehen. Hallo? Alan, bitte hilf mir. Alice? Reden Sie nicht mit der Polizei. Tun Sie, was ich sage, wenn Sie Ihre Frau wiedersehen wollen. Wer ist da? Gehen Sie auf den Hinterhof. Links im Zaun ist ein Loch. Sehen Sie in der Schrottkarre nach. Ich habe Ihnen was dagelassen, damit Sie sehen, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Wenn Sie die Bullen Mr. los... Mr. Wake, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Elderwood Nationalpark. Am Lover's Peak. Um Mitternacht. Und keine Dummheiten. Wir beobachten Sie. Ich muss an die frische Luft. Sie meinte, ich könnte hinten raus. Ich konnte nichts tun. Ich musste das Spiel des Anrufers mitspielen. Alles Leben stand auf dem Spiel. Das Licht anmachen? Die Deputies verstehen mich nicht. Sie wollen nicht auf mich hören. Oh. Ein Manuskript. So. Oh, und oben haben wir auch noch nicht gelesen. Es ist wahr, was man über den Sturz und jähen Halt am Ende sagt. Ich lag hier im Schnee, während sich die Szenen, die mich hergeführt hatten, immer wieder in meinem Kopf abspielten. Eine Wiederholung meines ganz persönlichen Snuff-Films. Ein Memoriam für meinen Leichnam. Allein auf meiner eigenen Totenwache. Wieder diese Metaphern. Die Femme Fatale war weg. Nur ein fader Nachgeschmack blieb von dem Kuss, der mein Tod war. Dann haben wir hier Dings noch. Das Dunkel im Diner. Das Dunkel als intelligent zu beschreiben, hieße, etwas gänzlich Unmenschlichem mit menschlicher Maske menschliche Qualitäten zu unterstellen. Trotzdem fand es den Ort im Restaurant, der dunkel genug war. Etwas Licht drang in den Korridor, riss an ihm, aber es erduldete den Schmerz. Der Schreiber würde das bald beheben. Er würde zu dem Ort kommen, an dem es noch Macht besaß. Ich muss mal wieder schauen, dass bald mal Humble Bundle mir hole, um wieder Keys zu verschenken kann. Ja, ich habe schon lange bei Humble Bumble schon lange nicht mehr reingeguckt, was da so gibt. Das Morgenlicht tat meinen Augen weh. Mein Kopf tat weh. Der Mann am Telefon hatte gesagt, ich muss durch den Zaun links steigen. Link, warte mal. Ah, da ist eine Thermoskanne. Polizeiauto. Und da war irgendwo ein Kofferraum, ne? Fokussieren. Ach da. Schrottkarre. Der Anrufer hatte gesagt, ich soll nach einem Loch im Zaun hinter der Wache suchen. Kannst das Licht anmachen in den Zellen? Ein verlassenes Auto gelegt. Das Licht anmachen in den Zellen? Hey, bitte helfen Sie mir, Mann! Ah. Geht. Oh, danke. Danke, Mann. Sie sind in Ordnung. Sie sind echt okay. Lassen Sie sich nichts anderes einreden. Aber bei ihm ist immer noch dunkel. Ich sollte nicht mal hier drin sein. Die Cops haben alles total falsch verstanden. Klar, klar. Ich habe ihn zusammengeschlagen. Aber ich war nicht betrunken. Ich meine, da noch nicht. Erst danach. Okay, hören Sie. Hören Sie. Sie müssen mir gut zuhören. Jetzt kommt der Knaller. Das war nicht Danny. Der sah nur so aus wie Danny. Wollen Sie wissen, was es wirklich war? Ich sag's Ihnen, es war ein gottverdammter Alien! Ich weiß, das ist genau das, was Besoffene erzählen, aber glauben Sie mir, ich war nicht besoffen. Okay. Ja, ja. Das war kein Alien. So.
Dann wollen wir mal. Huppa, huppa. Da ist ein Loch im Zaun. So, hindurch. Alles Führerschein lag auf dem Vordersitz. Der Anrufer meinte es ernst. Aha. Barry? Gott sei Dank, wo zum Teufel warst du? Ich versuche schon seit einer Woche, dich und Alice zu erreichen. Ich war krank vor Sorge. Ich bin gestern losgeflogen. Ich bin in Bright Falls. Barry, pass auf. Ich bin auf der Polizeiwache. Hol mich ab. Ich kann jetzt nicht reden. Was zur Hölle ist... Ich musste Breaker überreden, mich gehen zu lassen, damit ich mich im Elderwood-Nationalpark mit Alice Entführern treffen konnte. Erstmal Manuskript nehmen. So. Der Entführer feuerte noch ein letztes Mal und der Schatten verschwand in der Finsternis, aus der er gekommen war. Da. Keine große Sache, Wake. Dass sich Alice in seiner Gewalt befand, machte mich krank. Wir standen auf der Holzplattform von Lover's Peak. Wasserfall und Berge lagen hinter uns. Über uns blickten die Lichter des Antennenmastes. Ich rang den Drang nieder, ihm eins zu verpassen und zwang mich zu sprechen. Also zur Sache, wo ist meine Frau? Das wird ja lustig. Bisher alle gefunden, ne? Sehr schön. Hallo. Müssen wir jetzt wieder zurück zur Polizeiwache? Die Polizeiwache verlassen, okay. Wahrscheinlich durch die Vordertür. Ein Schriftsteller ist ein Licht, das die Welt der Geschichte aus der Dunkelheit holt und sie formt wie ein Bildhauer einen Stein. Wenn ich aufhöre, stirbt die von mir erschaffene Welt. Die Dunkelheit holt sie sich zurück. Es ist eine lange Reise in die Dunkelheit. Fantastisch, Sarah. Ich wollte nur den Schaden bereinigen, denn die Anderson-Brüder bei ihrem letzten Bedauern... Oh. Geht es Ihnen schon wieder besser, Mr. Wake? Ich würde jetzt gerne gehen. Ist das möglich? Naja, wir müssen noch über ein paar Sachen reden. Bin ich verhaftet? Ja, das stimmt. Nein, natürlich nicht. Aber ich muss auf jeden Fall wissen, wo Sie wohnen, damit ich Sie erreichen kann. Das Motel ist nichts. Das Majestic ist bekannt für Kakerlaken. Die Hütten in Elderwood sind aber ganz nett. Das klingt gut. Ich bin Dr. Emil Hartmann. Ich möchte Sie gern in die Dr. Hartmann Lodge einladen. Haben Sie mit meiner Frau gesprochen? Ich hatte schon mehrfach das Vergnügen, mit ihr über ihre Situation zu sprechen. Haben Sie was mit ihr abgemacht? Ich habe sie hierher eingeladen. Meine Klinik ist ein Ort, an dem ich... Hey, oh je, bam, Junge! Hey, keiner bewegt sich. Hände weg von meinem Klienten! Wer sind Sie? Ich bin Barry Wheeler, sein Agent. Haben Sie was mit Mr. Wake zu klären, dann reden Sie mit mir. Ihr Landeier, werdet euch noch wundern, wenn ich meine Anwälte loslasse. Mir ist nichts passiert, Sarah. Mir geht's gut. Ich will ihn nicht anzeigen. Mr. Wake, mein Angebot steht noch. Bring mich heraus. Das Spiel ist drunter und drrüber gespickt mit Autorenfilm und Buchanspielung. So gut gemacht. Keine Wiederholung dieser Sache mit den Paparazzi. Ich dachte, sie würden dich einlochen. Ein Shining war vorhin auch. Sehr schön. Ich musste mit jemandem reden. Ich erzählte Barry alles. Er dachte, ich sei verrückt, aber als er vom Manuskript hörte, hatte ich ihn. Dass ich etwas geschrieben hatte, reichte ihm. Auch wenn ich mich nicht daran erinnern konnte. Er roch Geld. Und er glaubte mir, dass Alice entführt worden war. Alles andere war erst einmal egal. Um Mitternacht war ich mit dem Entführer an einem Ort namens Lover's Peak verabredet. Irgendwo im Elderwood-Nationalpark. Unser Plan war, eine Hütte zu mieten. Das ist nicht gut, Al. Es gefällt mir gar nicht, absolut nicht. Es ist das klare Gegenteil von gut. Mr. Wake! Barry, Sie haben ihn gefunden. Hi, Rose. Oh, wow. Ich habe auch gerade an Sie gedacht. Toll. Ich habe Rusty eben einen Kaffee gebracht. Er ist auf dem Balkon, kümmert sich um Max. Armer Kerl. Ich muss wirklich los. War schön, Sie wiederzusehen, Mr. Wake. Bis später. Wer ist Max? Keine Ahnung.